Okay, wir haben Level 3 erreicht und einen neuen Zauber gelernt. Das HP-Dingster-Dingster ist anscheinend so eine Art Lebenskraftsauger und da das dieselbe ähnliche Benennung hat, saugt das Gegner wahrscheinlich Magiepunkte ab. Nachteil ist allerdings, die Gegner waren so heftig, ich bin zwischendurch sogar einmal gestorben. Dass es ziemlich gefährlich ist, 6 oder gleich 8 Magiepunkte einzusetzen. Wir werden eine ganze Menge von AS1 sehen, glaube ich. Allerdings, jetzt bekommen wir mal so einen Vorstoß in die erste, zweite Stadt. Und schon werden wir überfallen. Bei diesen weißen Punkten davon zu rennen ist manchmal ziemlich schwierig. Also bombardieren wir die hier mal weg. Gut, der Einsiedler hat wieder verloren und wir haben eine weitere Potion gefunden. Gut. Und da wir jetzt nicht mehr rumtrainieren. Oh, oh, bleib weg! Bleib. Ah, okay. Ah, ja. Gut. Komischer Einsiedlermonster. Bleibt gefälligst in euren Höhlen hier, sonst eis ich euren. So. Ja, genau. Der Einsiedler hat wieder mal verloren im Kampf gegen Frost. Ja, ja, so, bleibt weg von mir oder ich lasse euch hier. Ah, gut. Ihr habt so gewollt. Dann lasse ich euch mal die Glieder schwarz werden mit Frostbrand. Los hier. Friert euch zu Tode. Ha! Antarktis Power. Okay, gut. Wo ist die nächste Stadt? Ah, direkt im Süden. Jetzt marschieren wir wieder mal hin. Ach, egal. Noch sind unsere Magiekräfte ja nicht erschöpft. Danach wird's nämlich haarig. Und, boah! Au. Das ist die Gegner-Kombo, die mich beim letzten Mal umgebracht hat. Also zuerst auf den Vogel, denn er kann ganz schön vögelifizieren. Und er weicht natürlich gleich aus und haut uns einen auf die Rübe. 3. Oh, das ist noch gut. Auf Level 2 hat er uns 10 Schadenspunkte zugefügt. Gut, weg mit dem. Autsch. Gut, jetzt benutzen wir mal, da wir nah am Ziel sind, mal den Zauber hier. Und saugen ihm was ab. Oh, und das hat natürlich nicht funktioniert. Das ist typisch. Das ist immer das Problem. Ja, manchmal funktioniert es nicht. Dann haben wir ein Problem. Okay, aber dafür haben wir ordentliche Ladung Erfahrungspunkte gekriegt. Und noch eine Push. Gut. Also gut, wo ist die Stadt? Ah, da ist er. Gut. Status? Egal, speichern wir erstmal. Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen in Rablesk. Oh, wir sind schon da. Ah ja, aber sie interessiert sich eher für die Krüge. Und hier können wir nicht rein, aber hier können wir rein. Ich suche für die Runen, aber ich habe keine Ahnung, wo sie sein könnten. Existieren sie wirklich? Das ist das Haus des Heilens. Ja gut, aber ich brauche gerade keine Hilfe. Trefferpunkte und Magiepunkte kann ich schließlich auch beim Ausruhen heilen. Oh, hallo? Das Tor der Erde im Südwesten ist geschlossen und wir können nicht weiter nach Süden reisen. Wirst du denn zum Schloss von Aran gehen und den Schlüssel der Erde holen? Keine Ahnung, zumindest weiß ich jetzt, dass es diese Orte gibt, danke. Hey, hallo. Der Reisende, der nach Aran gegangen ist, um den Schlüssel der Erde zu holen, ist noch nicht zurückgekehrt. Das Schloss ist... Oh, natürlich, ein Versteck für Monster. Seit Romus dort angekommen ist. Was sollen wir nun mit diesem Romus machen? Keine Ahnung. Remus holen? Ah, nee, das war Romulus. Ach ja, ich kann nicht reisen, um Werkzeug oder Ausrüstung zu kaufen, weil das Tor der Erde geschlossen ist. Ah, ich wünschte, jemand würde diesen Schlüssel der Erde von diesem Robus wegnehmen. Tja, ja, das wünschte ich auch. Aber Esun hat was anderes zu tun. Hey, hallo. Na ja, gut, speichern wir mal. Ja, danke für die Aufzeichnung der... Und was ist mit dir? Sohn, ein Kopfgeldjäger. Sucht nach dir, pass auf. Warum nach mir? Haben meine Kollegen etwa ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt, oder? Oh, geh aus dem Weg, NPC. So. Hey, was sagst du? Ich muss diese Medizin nach Bondro in den Süden bringen, aber das Tor der Erde ist geschlossen. Naja. Und wenn hier eine ganze Armee hocken würde, die würden sich keinen Zentimeter vom Fleck rühren, solange nicht irgendwelche komischen Fremden auftauchen. Ist ja eigentlich ganz schlau, ne? Zumindest werden sie so nicht von Monstern gefressen. Oh, aber die Städte sind ganz schön umfangreich dafür, dass das so ein altes Spiel ist. Ah, ja, da waren eine Menge Gäste, wo die nach den Runen gefragt haben und alle sind nach Bondro marschiert. Das ist einfach, ne?
Ich frage mich, ob wir die irgendwann mal... irgendwann sehen wir es ja wieder, fällt mir gerade ein, aber... Ja, du reist alleine, du brauchst vielleicht... Naja, bla 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 bla... Ja, genau, Bondo oder Zelle ist, da finden wir einen von den anderen Knilchen. Ich bin Gein. Ich bin von Gonro gekommen, um hier mich um ein Geschäft zu kümmern. Und jetzt hänge ich fest, weil das Tor der Order ist geschlossen. Jip, jip. Wirst du mir helfen? Wenn du das Tor öffnest, werde ich dir diese Karte geben als Geschenk. Diese Karte ist magisch und wird dir immer zeigen, wo du gerade bist. Deine Reise wird sehr viel einfacher sein mit der Karte. Wirst du es tun? Ich muss da ja sowieso hin, also okay, kann ich mir auch ein Geschenk für kriegen. Okay, gut. Das ist eigentlich ein guter Deal, weil ich hätte das sowieso tun müssen. Jetzt kriege ich noch eine magische Karte dazu. Ja, das fängt doch schon mal gut an hier. Was haben wir hier? Ah, ja, hier, der verkauft Waffen. Was haben wir hier? Oh, wow. Zumindest kriegen wir hier einen neuen Stab. Und der verkauft wahrscheinlich Rüstungen. Ah, ja. Für Rüstung haben wir nicht so viel, aber hey. Oh, Opale bringen so viel? Das wusste ich nicht. Okay, verkaufen wir mal einen Opal. Jetzt können wir nämlich wenigstens eine diese... Ja. Her mit diesem Petrusstab. Oh, gut. Das ist gut für so ein altes Spiel. Es sagt einem sogar, ob das, was man kauft, irgendeinen Einfluss hat. Oh, und es verkauft automatisch meine alte Waffe. Wow, ey, das ist erstaunlich komfortabel für so ein altes Rollenspiel. Und es wird automatisch ausgerüstet. Okay, normalerweise rüste ich das immer gerne selbst aus, aber hey. Wenn ich den Opal hier noch verkaufe? Okay, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Spiegel noch brauche. Alte Spiele können ja manchmal ziemlich gemein sein, wenn man mit sowas herumspielt. Also lasse ich das mal. Also, aber ich brauche immer noch... Kann ich eigentlich auch... Status. Oh ja, also 3 statt 1 Angriffspunkt. Oh, damit prügel ich schon dreimal so stark als vorher. Oh, da kann ich mir sowas einbilden. Jetzt kann ich auch mal gleich gucken, ob diese Dings da ist. Oh, um einen Punkt ist ja nicht so. Oh ja, wow. Also was ich habe, ist 30 wert. Okay, dann muss ich noch ein bisschen. No, nee, danke. Nee, nee. Da muss ich wohl noch ein paar Monster kloppen, bis ich mir das leisten kann. So, gut, das war aber schon mal was. Jetzt plündern wir nochmal die Stadt. Hallo! Ich habe einen anderen Krieger von König Lemele gerade erst eine Minute vorher getroffen. Ah, wirklich? Die anderen haben aber behauptet, die wären schon längst weg. Einer von euch beiden lügt. Ah ja, Entschuldigung, ich wollte ja mit dem Buch quatschen. Und das Buch ist nicht ungewöhnlich. Ach, ja... Wow. Menü geh an. So. Okay. Ah, bewegt sich auch zügig, das ist gut. Oh, noch ein Laden. Hey, Store. Hey, genau. Können wir hier was machen? B Protect. Und wir können Opale und Perlen kaufen und Topaz. Ja, nee, danke. Aber ich sehe jetzt, was er meinte. Das ist tatsächlich eine Art Geldspeichersystem, denn wenn ich hier nochmal genau hingucke... Opal 100, verkauft für 100. Ja genau, man kauft das für genau so viel, wie man es später zurückkriegt. Also wie so eine Art alternative Währung. Man verliert kein Geld. Interessant. Das ist also wie eine Art primitives Banksystem, würde man sagen. Können also tatsächlich mal nützlich sein. Mal erstmal gucke ich dann beim nächsten Mal genau hin, wie viel Geld ich verliere, wenn ich abgemurkst werde. Hast du gesagt, du würdest unter König Lemele trainieren? Nein, sie hat nichts gesagt. Wirklich? In der Vergangenheit hat er viele Monster bekämpft und hat hunderte von Leuten gerettet. Und darum wurde er anscheinend zum König der Welt ernannt. Okay. Okay. Jetzt haben wir anscheinend alles gefunden, was zu finden. Oh, das Gebäude hier haben wir noch. Kommen wir nicht rein, oder? Gut, wenn wir das gemacht haben, können wir eigentlich nur noch weiter nach Süden marschieren. Ah, sorry, ich wollte suchen. Und Süden ist gut, wie wir jetzt wissen. Und, naja, gut, wir haben ja unseren
tollen magischen Sensor, um uns zu zeigen, wo wir sind. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo es... Ah, hier geht's. Nee, hier ist noch was anderes. Ah, meine Frau hat gerade eine schlechte Laune. Störe sie mal besser nicht. Ha, ich bin Izuna, Magierin par excellence. Ich entscheide selbst, wen ich störe. So. Oh, da sind so viele Bücher. Oh, ja. Ich habe genügend Ärger mit Reo, Romus und allen. Lass mich alleine. Was ist bloß mit diesem Romus los? Ich dachte, er ist ja eine Art Monster, aber die verhalten sich, als wäre das bloß ein missratener Knabe oder sowas. Schauen wir mal. Jetzt muss ich nur hier wieder in der Grafik den Ausgang finden und der ist da im Osten. Ich kann nicht schlafen, weil ich jede Nacht einen Hund weinen höre am Schloss von Aran. Das ist so traurig, ich kann aber nicht pennen. Oh, ja. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was? Oh, nichts. Außer Bücher. Okidoki. Das hätten wir erledigt. Und hier war der Ausgang. Okay, erstes Ziel ist im Osten. Und wir werden schon wieder angegriffen. Okay. Friss Magie. So. Jetzt hast du dein Mündchen gekühlt. Ah, ich entschuldige mich, das war schlecht. Okay, jetzt versuche ich den mal auszuweichen und renne natürlich genau rein. Was zum... Waren die im Wasser und springen mir jetzt entgegen? Oder was? Manchmal ist dieses Radar eher verwirrend als nützlich. Okay. Osten, Osten, Osten und... ah ja, Mauer im Weg. Osten... Ah, und wieder werden wir angegriffen. Aber keine Angst, noch haben wir genügend Magie. Und solange uns die Magie nicht ausgeht, geht's schon. Oh, und wir haben Level 4 erreicht. So ganz nebenbei. Wieder mal für Magie dazugekommen. Oh, ho, ho. Und wir haben einen Heilzauber gelernt. Das ist doch praktisch. Und wir haben hier eine Art Festung und... Ah, ja. Was ist das denn? Okay, gut, der ist am gefährlichsten. Den zielen wir zuerst an. Friss Scheiße und stirb. So. Autsch. Mistkerl. Mistvogel. Hier. Frost frittiert hier. Autsch. Verdammt, das hat nicht gewirkt. Okay. Erledigt. Dämonen und Wyvern vernichtet. Okay, Erfahrungspunkte sind hier natürlich ordentlich, wenn man allein unterwegs ist. Gucken wir uns das Schloss mal an. Oh, voller Monster. Ja, ja. Okay, wir gehen uns schon wieder. Ich habe zwar mehr, ein paar Magie-Potions, aber nicht so viele. Und... ja. Ja, das ist manchmal ein bisschen hektisch hier. Man kann sich gar nicht genug Zeit verwenden, um zu suchen hier. Wenn man ständig angegriffen wird, Dämon vernichtet. Okay, gut. Was haben wir hier? Oh, ja, das muss die Rune sein, die erste, die ich da sehe. Nee, Quatsch, das Blaue bin ich. Oh Mann, bin ich dämliches Schwein. Okay, und... Ach du meine Güte. Okay, gut. Jetzt müssen wir hoffen, dass unsere Magie aushält hier. Und dass wir nicht versehentlich... Autsch. Autsch. Magie, Herb. Use. Will hier nicht sterben. Los. Gott sei Dank. Okay, gut. Jetzt zuerst. Jetzt müssen wir... Jetzt halt. Bitte treff, bitte treff, bitte treff. Gott sei Dank. Autsch. Okay, erstmal heilen. Bevor hier irgendwas... ein Unglück passiert. Haha, da bin ich wieder. Okay, gut. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, dass mir das passiert, aber drei Monster auf einmal war unerwartet. Autsch. Stirb endlich hier. Okay. Das war heftig. 33 Euro, dafür haben wir aber auch 99 Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist schon mal ordentlich. Aber ich sehe schon, ich muss jetzt schnell zur Stadt zurückrennen. Oh nein, bleibt weg von mir. Nein. Oh. Oh Gott sei Dank. Das ist ja fast schon harmlos. Hier, friss Magie. Und bleib tot.
Okay. Nach oben, wir müssen in die Stadt zurück und zwar schnell. Ah ja. Mann, das muss ich aber noch üben, das mit dem Ausweichen. Okay, wenn ich den nicht getroffen hätte, wäre das schon hässlich geworden. Okay, Level 4 ist anscheinend auch schon hakelig. Jetzt aber schnell zur Stadt rennen, bevor wir alle tot sind hier. Ach, gut, wieder zurück. Okay, das müssen wir beim nächsten Mal auch noch besser machen. Ai, 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 ai.